Ja, hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Silly und ich zeige euch ein kleines Tutorial von Beasts of Prey, wie ihr da euren Server einstellt. Einmal auf Beasts of Prey, Eigenschaften, natürlich in Steam. Vanessa gibt es noch nicht. Lokaldateien durchsuchen. Dann gehen wir hier auf Game Data. Config. Und öffnen mit Editor. Und ihr könnt ja quasi euren Server einstellen. Hier euren Servernamen könnt ihr hier reinschreiben. Admin-Passwort könnt ihr dann ändern. Ob er in der Serverliste angezeigt werden soll, in der Privat-Serverliste, was ja in Beats of Prey drinsteht, wenn ihr das startet. Wenn ihr einen Local Gang quasi öffnet, kann sein, dass er in der Serverliste drinsteht. Dann könnt ihr das hier ändern. 1 heißt ja, das ist standardmäßig drin. Ich mache aber 0 rein, ich möchte das nicht. Ich möchte, dass die Leute mit der IP-Adresse auf meinen Server draufkommen. Ja, und was gibt's noch zu sagen? Enable NPCs, das ist an, dass NPCs drin sind im Spiel. Die Steinreichweite könnte man noch alles ändern, wenn man möchte. Lasse ich aber standardmäßig drin. Stone Range vom Player und so Zeug. Was vielleicht noch interessant wäre, ist Inventory Drop. Dass euer Inventar droppt, wenn ihr sterbt. 1 ist es normalerweise standardmäßig, ist es an. Ich habe es ausgeschaltet. Und ja, dann droppt euer Inventar nicht, dann habt ihr das dann dabei, wenn ihr irgendwie vom Dino gefressen werdet oder so. Speichern. Ja, normalerweise habt ihr hier noch mehr stehen, wenn ihr schon was gebaut habt in eurem Server, steht hier unten noch irgendwas mit Objects, genau, steht da noch was mit Objects. Wenn ihr nur die Objekte entfernen wollt, löscht nur das Objekt. Wenn ihr den ganzen Server neu machen wollt, das da entfernen. Okay, machen wir mal. Entfernen. Ja, Papierkorb leeren. Ich will nicht, dass da was drin ist. Papierkorb leeren, dann raus. Und dann müsst ihr hier auf Spieldatei auf Fehler überprüfen. Das kann jetzt erstmal einen Moment dauern, bis er das dann wieder gesucht hat, was fehlt, und das dann auch runtergeladen hat. Ja, gut, er lädt schon was im Hintergrund runter. Da oben. Und dann ein paar Dateien schon gefunden, die fehlen, scheinbar. Und dann ist nämlich auch wieder standardmäßig was da. Wenn's lädt. Dauert jetzt ein wenig. Ich werde auch nochmal ein Tutorial machen, wie man bei dem Telekom-Router, den ich jetzt habe, den Port freigibt für Beasts of Prey. Diesen quasi 9933-Port, wo Beasts of Prey braucht. Dass man mit Freunden mal spielen kann oder so. Dass es funktioniert. Weil viele wissen es nicht, die suchen da auch im Internet, dann gibt es irgendwie nur englische Beschreibungen, jeder kann nicht so gut Englisch und so weiter und so fort. Ja, also hier 6 fehlerhafte Dateien wurden angefordert. Nur auf Lokaldateien, Game Data. Und jetzt stehen nur noch die 2 da. Standardeinstellung, wenn ihr nicht im Server drin wart. Config, öffnen mit, Editor. So, ich möchte das wieder gerne rausmachen. Public Server, nein. Und Inventar Drop auch aus. Speichern. Servername brauche ich nicht, weil ich habe meinen Server nicht in der Serverliste drin. Ja, dann was gibt's noch zu sagen? Spawn Points braucht ihr gar nichts ändern. Wenn ihr euren Server noch online machen wollt oder dass andere Leute auf euren Server drauf können, SFS2X sind quasi diese Serverdateien. Hier auf Config, Server, öffnen mit, Editor. Und dann müsst ihr hier oben eure IP-Adresse eingeben. Ja, da steht jetzt 1, 2, 3, 4 standardmäßig drin. Wenn ihr es nicht wisst, müsst ihr am liebsten da rein, Start, Ding, CMD, öffnen Sie dieses Fenster, dann IP, Config eingeben,
Und dann steht nämlich hier bei IPv4-Adresse, rüber, quasi die IP, wo ihr von eurem Router bekommt. Also nicht die, wo dann die Leute sich einloggen müssen für euer Spiel. Und einfach nur die, wo ihr von eurem Router bekommt. Nicht die vom Router eingeben oder so, sondern die hier, wo ihr habt an eurem Computer. 1 und 2. Also ist jetzt zum Beispiel bei mir die. Normalerweise habt ihr auch standardmäßig irgendwie so eine Zahl, 104 oder 100 oder 1 oder irgend sowas. Normalerweise. Ja, müsst ihr mal gucken. Ich gebe das jetzt mal ein. 192. 168. 2. 103 müsst ihr hier machen und müsst ihr da hinten auch nochmal machen. 2 168 2903. Hinten steht nämlich dieser Port hinten dran. Ja, raus, speichern, wie vorher auch. Und wenn wir jetzt reingehen ins Spiel, starten das einmal. Play. Hört ihr mich jetzt, weil die Musik ist ja immer so laut. Startlaut drin, das quasi so ein wahres Server ist, wo das dann erscheinen würde, wenn ihr das anmachen würde. Ich würde den Portflow geben, dann würde ich hier etwas anstehen. Dann würde ich den anmachen, wenn er möchte, wenn ihr andere Leute auf eurem Server drauf bringt. Denkt aber, wenn ihr rausgeht, das ist vielleicht, weil es zu laut ist. Kann am Anfang auch passieren, dass ihr jetzt nicht erst reinkommt, sondern werdet nochmal rausgeschmissen. Dann könnt ihr bei Local Game nicht nochmal was klicken. Ihr müsst euch ausloggen, müsst euch nochmal einloggen und dann funktioniert es und dann kommt ihr auch hier rein in das Spiel. Manchmal ist es so, manchmal nicht. Ich habe das schon ein paar Mal ausprobiert. Also im Moment gerade ist es bei mir zweimal funktioniert. Warum das eigentlich meistens so ist, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Jo. Mehr ist jetzt erstmal nicht zu sagen. Ja, doch, irgendwas wollte ich noch erzählen. Ich glaub, machen wir dann, wenn es lauter ist. Ich weiß gerade nicht mehr, das ist ein Scheiß. Ja, ich glaube wegen der Serverliste oder was. Ja, keine Ahnung. Wenn ich dann das Video angucke, weiß ich es wieder. So Mist. Okay, Game Options, Logout der Lobby. Game. Jo, jetzt sind wir wieder draußen. Ja, wenn euch das kleine Tutorial gefallen hat, könnt ihr auch einen Kommentar oder ein Däumchen da lassen. Oder falls ich irgendwas vergessen habe, mache ich von mir aus auch gerne nochmal ein neues. Aber ich denke mal, ich habe soweit alles. Vielleicht gibt's da noch zu sagen. Ja, genau, das wollte ich sagen. Wenn ihr nämlich drin seid in dem Spiel und andere gehen dann drauf und ihr habt den Server aufgemacht und so weiter und so fort. Die anderen wollten aber weiterspielen, dann müsst ihr nämlich eigentlich euren Computer anlassen. Da müsst ihr dann da drauf sein, auf dem Server. Wenn ihr rausgeht, ist der Server automatisch aus. Und dann fliegen die anderen auch von dem Server runter. Falls ihr mit Freunden spielt. Ja, und genau, die IP-Adresse geht ihr einfach im Internet und schreibt dann rein, was ist meine IP. Und dann erscheint da im Fenster, das mache ich jetzt nicht, weil sonst weiß ja jeder, was ich für eine IP habe. Und dann erscheint da, was ihr dann von einer Online-IP habt. Die könnt ihr dann euren Freunden geben und dann können sie sich dann bei Beasts of Prey im Startfenster steht dann schon in bei IP-Adresse. Könnt ihr dann da drauf gehen, könnt dann die IP-Adresse von euch eingeben, wenn ihr dann im Server drin seid. Und dann kommen sie drauf. Wenn ihr den Server nur starten wollt, ohne dass ihr drauf seid, quasi müsst ihr aber den Computer müsst ihr immer laufen lassen, dass die anderen spielen können. Geht ihr auch hier auf Eigenschaften, Lokaldateien, Lokaldateien suchen, wieder in den Ordner rein. Und dann steht hier nämlich BOP Server. Dann startet ihr das hier. Das lässt ihr gerade in eure Leiste drunter, unten rein. Und dann könnt ihr anderen auf euren Server drauf und können spielen. Ich hoffe, ich habe jetzt alle Einstellungen, habe nichts vergessen. Und ja, wie man den Port freigibt, das zeige ich dann nochmal.
Und das war's das erstmal mit dem Tutorial von Beasts of Prey, wie man hier seinen Server einstellt. Warum Silly? Und falls noch irgendwas sein sollt, wie gesagt, Kommentare, Däumchen, was ihr wollt. Und falls noch irgendein Tutorial machen soll oder so, könnt ihr es auch gerne reinschreiben. Oder wenn ich es weiß, mache ich es. Wenn nicht, dann schreibe ich es natürlich dazu, dass ich es nicht weiß. Oder ich informiere mich drüber und mach's dann. Aber sonst sage ich erstmal dann tschüss. Bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, sie spielt oder macht ein Tutorial. Tschüss.